Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung, die diesmal allerdings ein bisschen anders abläuft, eigentlich sogar sehr anders, so ein bisschen wie beim Voynich-Manuskript. Können wir hier in dem Fall auch keine richtige Untersuchung machen. Deswegen schon einmal vorab Entschuldigung, dass es diesmal nicht so ist, wie ihr das sonst von den Untersuchungen kennt, aber das ist in dem Moment jetzt nicht möglich. Worum geht es? Kurz gesagt, es geht um die schwarze Hand von Richard van Arnsberg. Eine Hand, die, wie der Name schon sagt, schwarz ist und seit ja, ungefähr 800 Jahren nicht verwest. Was wollten wir gerne machen? Wir wollten natürlich gerne vor Ort gehen, uns die Kirche ein bisschen anschauen, die Hand begutachten. Im Topfall hätten wir sogar gerne Gewebeprobe genommen und die analysieren lassen, feststellen, ob da irgendwelche Chemikalien oder so verwendet wurden, warum die denn nicht verwest. Man sucht natürlich erstmal eine natürliche Ursache und es gibt ja verschiedene Einbalsamierungsmethoden, sei es Salz, Trocknung oder halt Chemikalien, die es haltbar machen. Das hat aber nicht geklappt. Und ich muss kurz erklären, warum. An sich sah es am Anfang sehr positiv aus. Es ist jetzt mittlerweile 2 Jahre her, dass wir die katholische Kirche angefragt haben, ob wir denn Untersuchungen machen können. Die waren da sehr skeptisch, was an sich im Prinzip ja erst einmal ganz okay ist. Und am Ende haben wir uns dann darauf geeinigt, wir sind sehr weit auf sie zugegangen und hatten gesagt, okay, passt auf, ihr wollt nicht, dass wir da eine Gewebeprobe nehmen, können wir verstehen, können wir vor Ort filmen. Da kam dann auch so, eigentlich wollen wir das nicht. Dann war die Frage, okay, wie sieht es denn aus? Könnt ihr uns wenigstens ein paar Bilder stellen von der Hand und der Kirche, dass wir daraus ein Video machen? Dass ich dann jetzt hier einfach reingeschnitten hätte, die Bilder. Da kam dann so ein halbes Jahr, sage ich mal. Die Erklärung war, naja, der Pfarrer, der Zuständige, er wollte das nicht, weil er meinte, die Hand zu fotografieren, das war ja mal ein Lebewesen mit einer Seele und die zu fotografieren könnte den Rest der Seele, die in der Hand noch steckt, rauben. Also aus parapsychologischer Sicht ein sehr spiritueller Ansatz. Geht ein bisschen natürlich von unserem naturwissenschaftlichen Ansatz weg. Wobei man natürlich die Frage sich stellen muss, kann eine Hand als selbstständiges Wesen, wie ich sag, bei der Addams Family das Eiskalt-Hähnchen, wirklich noch eine eigene Seele oder einen Teil der Seele besitzen? Und die zweite Frage, wenn, kann man die dann mittels Fotografieren oder Video wirklich entfernen? Das ist ja so ein sehr, sehr alter Glaube, vor allem der in Japan sehr häufig war, dass Fotografieren die Seele raube. Konnte natürlich nie bewiesen werden, das ist ja ganz klar, sonst wüssten wir das wahrscheinlich alle. Wir sind dann ein starkes Stück auf sie zugegangen, haben gesagt, okay, wie gesagt, können Sie uns nicht einfach nur Fotos stellen? Da kam dann so ein Ja, aber. Und das Aber war folgende Einschränkungen. Erstens, das Video kriegt zuallererst die Kirche, die darf das sichten und sagen, was noch rausgeschnitten werden muss. Zweitens, wir stellen ja alle Videos unter der Creative Commons Lizenz, also einer Lizenz, die es erlaubt, dass jeder dieses Video für alle Sachen selber verwenden und selber teilen kann, unter den Voraussetzungen, dass er uns als Urheber nennt und dass er das Werk, was er mit dem Video produziert hat, wo das Video drinne vorkommt, selbst auch unter diese Lizenz stellt. Weil, so eine Art Schneeballeffekt, wird halt garantiert, dass alles, was produziert wird, für jeden frei zugänglich ist und somit Wissen kostenlos verbreitet werden kann. Das ist ja eines unserer Leitmotive, dass wir jedem Wissen zur Verfügung stellen wollen und mit dieser Lizenz sichern wir das quasi auch. Das war die zweite Bedingung, war dann halt, wie gesagt, dass wir diese Lizenz nicht verwenden, sondern eine Standardlizenz. Das bedeutet, wir dürfen das Video zwar hochladen und alles machen, was uns die Kirche zusichert. Das war das Hochladen. Das gesamte Recht aber geht ansonsten verloren. Also keiner dürfte dieses Video zu irgendwelchen Zwecken verwenden, selbst wenn er uns fragt, nur wenn die Kirche es explizit erlaubt. Das war eine Einschränkung, die mir sehr, sehr, sehr schwer fiel. Bei der ersten habe ich gesagt, okay, geht nicht anders. Bei der zweiten habe ich ganz schön die Kröte dann aber doch noch geschluckt und habe gesagt, ja, okay, ist jetzt nicht das, was wir wollen. Aber es ist mir wichtiger, euch Sachen präsentieren zu können, euch zeigen zu können, was es damit auf sich hat, auch wenn man das nicht tiefer untersuchen kann und auch mit der Einschränkung der Lizenz. Habe gesagt, okay, einverstanden,
machen wir so, schick mir bitte die Bilder. Dann ist lange nichts passiert und ich habe immer wieder angefragt, insgesamt jetzt seit 2 Jahren, nach 6 Monaten waren ungefähr diese Verhandlungen fertig, das heißt seit 1,5 Jahren habe ich jetzt immer wieder mal angefragt, telefoniert, per E-Mail und immer wieder kam ja mehr oder weniger ja Ausreden, warum es denn nicht geklappt habe und das Versprechen, wir bekommen die Bilder noch. Und jetzt habe ich gesagt, ich warte nicht mehr drauf, hatte mit meiner letzten Ankündigung gesagt, so, ihr habt jetzt Frist bis zum 31.12.22 mir die Bilder zuzusenden, ansonsten ist der Deal geplatzt und ich muss das Video halt so machen. Es ist natürlich leider so gekommen und jetzt sind wir an diesem Punkt. Ich mache das Video ohne leider die Zuarbeit der katholischen Kirche, was ich schade finde, weil die hätten eventuell noch Wissen gehabt und natürlich Bilder gehabt, die ich jetzt nicht habe. Ich habe natürlich jetzt auch Bilder rausgesucht, die werde ich an passender Stelle einblenden. Die sind aber nicht von der Kirche selber und es sind halt Stockfotos in dem Sinne. Die Kirche ist zwar die richtige, die ich euch zeigen kann und natürlich kann ich das Bild auch in dem Sinne verwenden, aber die Hände oder die Fotos der schwarzen Hände, die ich gefunden habe, das sind nur Beispielfotos. Ich weiß nicht, wie die echte Hand aussieht, die von Richard von Arnsberg ist und ich vermute, dass sie ähnlich aussehen wird, sonst hätte ich diese Bilder natürlich nicht gewählt. Aber ich kann es selbst nicht beurteilen, weil ich die Hand leider nie zu Gesicht bekommen habe. Okay, jetzt fangen wir mal an. Wir machen also jetzt eine praktische Untersuchung auf theoretischer Basis. Das ist nicht sehr zielführend, aber geht nicht anders. Fangen wir mit der Geschichte von Richard von Arnsberg an und leiten mal perfekt zu seiner schwarzen Hand über. Wer war Richard von Arnsberg? Er war halt auch früher bekannt als Richard Anglicus. Da war er noch in England lebend. Er kam dann höchstwahrscheinlich Mittelschiff hier nach Deutschland und war dann einer der ersten Chorherren von Wedinghausen. Das ist nahe Arnsberg gewesen, das heißt ist es noch. Und ja, über ihn weiß man ansonsten aus seiner Herkunft nicht viel. Er muss wohl Anfang bis Mitte des 12. Jahrhunderts, also wirklich schon sehr, sehr lange her, geboren worden sein. Manche vermuten, er käme als Abt von England hier nach Deutschland. Historiker verneinen das aber, es gibt keinen Beleg dafür. Aber der wichtige Grund ist, das hätte wohl zur Folge gehabt, dass er das Amt des Abtes hat ablegen müssen. Und das ist sehr unüblich und deswegen wird vermutet, dass das ganz einfach nicht stimmt. Als er auf jeden Fall dann hier Chorherr war, war seine Hauptaufgabe, dass er Schreiber war. Er war Chronist und er hat sehr viel über Theologie und Kirche geschrieben. Insgesamt gibt es 3 große Werke, die er wohl verfasst hat. Das erste war von der Rechnung der Kirche. Worum es da genau geht, weiß keiner, weil alle Exemplare sind verloren gegangen. Das heißt, es wurde früher natürlich meist nur 1 Exemplar geschrieben. Gut, verschiedene Mönche hatten das damals dann kopiert und dann kam der Letterdruck. Die Geschichten kennt ihr ja alle. Aber es hat es auf jeden Fall nicht geschafft bis in die heutige Zeit. Es ist wohl sehr früh verloren gegangen. Das zweite Werk ist über den Kanon des Chors. Davon gibt es noch ein paar Kopien, wurde auch öfters danach nochmal kopiert. Worum es da geht, kann ich euch nicht sagen, weil ich mich damit jetzt auch nicht intensiv beschäftigt, weil es einfach an sich nicht wichtig ist, das ist dann eher was für die Theologie. Und das letzte Buch, das mein größtes und wichtigstes Werk, war die Lebensgeschichte der heiligen Ursula. Und was war daran so besonders? Warum ist das für die Christen, vor allem die Katholiken, so wichtig? Nun, es gibt kein anderes Werk, was sich so intensiv und ausführlich mit der heiligen Ursula befasst. Er schreibt da von ihrem Leben, wie es der Name schon sagt, aber auch von den Wundern, die sie gewirkt hat, von den göttlichen Sachen, die ihr widerfahren sind. Und es gibt nirgends so eine so vollzählige Aufzählung, dass das ein Werk ist, sozusagen das Grundwerk für jeden, der sich für das Thema interessiert. Und deswegen ist das so wichtig. Ansonsten gibt es über sein Leben eigentlich nicht viel zu sagen. Es wird kaum was berichtet. Gut, ist auch lange her und man hat zu der Zeit noch nicht so viel niedergeschrieben. Aber auf jeden Fall ist er im Jahre 1190 gestorben und 20 Jahre später, also im Jahre 1210, hat man ihn dann wieder ausgegraben und hat den Sarg geöffnet. Und jetzt gehen die Quellen auseinander. Die einen Quellen sagen, sein Körper war verwest, bis auf die rechte Hand. Die war relativ gut erhalten und war noch ein bisschen schwarz geworden. Andere Quellen sagen, der Körper war direkt zu Staub verfallen und die Hand ist halt auf diese Weise übrig geblieben. In beiden Fällen bleibt aber unterm Strich fertig, die Hand, die war von der Verwesung wohl nicht wirklich betroffen, war nur ein bisschen schwarz gewesen
und wurde fortan die schwarze Hand von Richard von Arnsberg genannt. Nun sagt natürlich die Theologie, ja, das ist ein Wunder und er galt dann auch als Seliger, weil er sich so viel damit befasst hat und weil er halt seine Hand nicht verwesen wollte, dass durch das Schreiben er sozusagen die göttliche Kraft, weil er so viel christliches, göttliches niedergeschrieben hat, dass die über diese rechte Schreibhand kanalisiert wurde und sie deswegen unsterblich geworden ist. Das ist so die christliche Erklärung dahinter. Und das führt natürlich auch dazu, dass man das als Relikt deklariert hat. Berechtigterweise, wenn das wirklich ein Wunder ist, kann man nachvollziehen. Und die wurde dann halt auch ausgestellt als Relikt. Das ist ja auch quasi ein Prestigeobjekt. Jetzt gibt es eine sehr, sehr große Lücke. Wir springen nämlich direkt bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Anfang des 16. Jahrhunderts hat man beschlossen, dass die Hand lieber in einer silbernen Schatulle, in einem silbernen Kasten gelagert werden soll. Der wurde da gefertigt. Das war gar nicht so unüblich. Viele Reliquien, nicht nur im Christentum, sondern verschiedene Religionen wurden in Gold- oder Silberbehältnissen aufbewahrt. Einfach weil diese Metalle sehr edel aussehen und die schon immer symbolisch für das Göttliche standen. Besonders bei den Azteken mit Gold, das waren sehr oft halt dann die göttliche Verbindung. Oder nehmen wir die Alchemisten. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die ja die Vorgänger der Chemie waren, sondern von der religiösen Gruppierung der Alchemisten. Die haben zwar natürlich auch so dieses Midas-Prinzip, ja, wie können wir den Blei in Gold verwandeln und sowas, aber die haben das auf symbolische Ebene getrieben. Also die wollten nicht physisch Blei zu Gold, sondern es ging um die symbolische Bedeutung. Blei, das war der Unfertige, der Mensch mit all seinen Sünden und so weiter. Deswegen Blei halt auch so grau und oxidiert und sieht schwarz aus und ist giftig und all solche Dinge. Zum Göttlichen, zum Goldenen, Heiligen, das war dann das Göttliche. Denen ging es eher wirklich um diese metaphysische Bedeutung. Gut, die Hand war nun also in dieser silbernen Schatulle aufbewahrt. Das allerdings nicht lang, denn es kam zu dem Truxischen Krieg. Der Truxische Krieg, der fand von 1583 bis 1588 statt. Da haben Kölner gegen Bayern gekämpft und dabei ging diese Schatulle mitsamt der Hand verloren und tauchte noch lange nicht mehr auf. Erst 1714, wird gesagt, wurde sie wiedergefunden und ja, seitdem in Arnsberg ausgestellt. Die meisten sagen, die liegt im Westflügel. Wie gesagt, ich konnte mich selber davon nicht überzeugen. Und ist nun da wieder als Relikt zu sehen. Gut, kommen wir jetzt mal zu einer rein logischen Analyse, denn mehr können wir hier, wie gesagt, nicht machen, weil wir nicht vor Ort gehen konnten. Ich hatte ja damals auch mit der Kirche gesprochen und die haben auch sehr nett mir ein paar Sachen so erzählt. Das, was ich jetzt euch erzählt habe, hat mich auch aus separaten Quellen. Das deckt sich größtenteils mit dem, was sie mir erzählt haben. Von daher ist das alles sehr plausibel. Aber es gibt so ein paar Dinge, da stößt man als Wissenschaftler dran. Das erste ist die lückenhafte Erzählung. Gut, es wurde jetzt nicht allzu viel dokumentiert, aber es ist halt schon ein bisschen komisch. Die erste Lücke, die können wir meinetwegen relativ schnell schließen, aber es bleibt trotzdem die Frage, warum hat man sich 300 Jahre danach, also sogar ein bisschen mehr, doch dazu entschieden, die dann doch in den Silberkasten zu packen? Warum tut man das? Hat sie doch Verwesungsspuren dann gezeigt? Wollte man die damit konservieren? War das dann ein übliches Prozedere oder wollte man sie vielleicht einfach gar nicht mehr ausstellen? Alles mögliche Thesen. Die zweite Lücke ist ja dann vom Truxischen Krieg, als sie verloren gegangen ist. Das sind ja auch nochmal so rund 130 Jahre ungefähr, ehe sie wiedergefunden wurde. Und da stellt sich die Frage, wurde denn überhaupt genau diese Hand wiedergefunden? Immerhin, die war 130 Jahre irgendwo, wo keiner weiß wo. Und da hat mir auch die Kirche gesagt, sie sind sich selber nicht sicher, ob das die Hand von Richard von Arnsberg überhaupt noch ist. Das weiß halt keiner genau, ist ja auch schon lange her. Kann man auch nachvollziehen in dem Punkt. Aber es lässt sich ja so eine Reliquie, so hart es jetzt auch klingen möge, wenn man die Wissenschaft gerade zieht, relativ leicht selber herstellen. Es gab ja viele Reliquien, die sich als ja, Schmuck ausgestellt haben. Nicht immer unbedingt von der Kirche, sondern von vielen Trittbrettfahrern. Wie die Fingerknochen Jesu. Ich habe mal einen Autoren gelesen, der alleine hat die gesammelt und meinte, Jesus muss ein Mutant gewesen sein. Er hat nämlich schon über 1000 Finger von ihm. Das hat er natürlich im Scherz gesagt, die Fakten stimmten, aber natürlich war das ein bisschen scherzhaft übertrieben.
Und er wollte damit natürlich nur zeigen, okay, es gab viele Leute, die damit Schmuck gemacht haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sagen, so eine Reliquie ist in Religion ein schöner Boost. Irgendwas, was man den Leuten zeigen kann, damit sie glauben. Und damit ist das natürlich eine tolle Sache, dass man diese auch dann vorstellen konnte. Durchaus möglich also, dass man ursprünglich die dann wirklich selber schon hergestellt hatte, bewusst, dass kein Wunder war. Oder zumindest als sie nachträglich verloren gegangen war, dass man sie nachgestellt hat, damit man wenigstens sagt, man hat die noch. Das ließe sich alles sehr interessant testen, zumindest ganz grob, indem man sagen würde, ja, schickt eine Gewebeprobe an die Universität, macht eine chemische Analyse, stellt fest, was ist da drin, was wurde verwendet. Wie gesagt, wir dürfen nicht. Und so wie das aus Gesprächen und meinen Recherchen auskam, ist das wohl auch nie passiert. Und jetzt muss man halt abwägen. Das muss jetzt jeder selber entscheiden. Was haltet ihr davon? Wollt ihr jetzt argumentieren und sagen, ja, okay, das ist eine Hand von meinen lebenden Menschen gewesen. Da nimmt man keine Proben oder macht irgendwelche Experimente. Kirche hat auch immer was mit Glauben zu tun. Glaubt doch einfach daran, was sie sagen. Warum soll es denn anders sein? Oder stellt ihr euch eher auf die, ich sag mal, Hardcore-Naturwissenschaftler-Seite und sagt, solange es nicht bewiesen ist, dass das nicht irgendwelche Konservierungsmittel enthält oder sonst was für eine Erklärung gibt, solange sagen wir, okay, dann ist das halt eine Konservierung, beweist uns das Gegenteil. Es ist beides legitim, ich will ja keinem eine Meinung vorschreiben, nur ich als Naturwissenschaftler muss natürlich sagen, ich kann es nicht überprüfen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Wunder ist, ich würde es gerne wissen. Aber so wie Stand der Dinge ist, muss ich halt einfach erstmal festhalten, die plausibelste Erklärung wäre, es ist konserviert und solange ich nicht beweisen kann, dass das nicht so ist, muss ich davon erstmal ausgehen. Das verlangt nämlich die Wissenschaft. Ich verweise auf die Theorievideos zur Empirie etc., zur wissenschaftlichen Theorie und Philosophie. Deswegen muss ich da erstmal zu diesem Schluss kommen. Gerne hätte ich den Pfarrer auch jetzt mit dabei gehabt, um seinen Standpunkt zu hören. Aber leider hat sich natürlich in dem Rahmen auch nicht ergeben, dass ein Dialog mit ihm stattfand. Ich hätte gerne ein Interview mit ihm geführt. Wahrscheinlich hätte er es auch gern gesehen und ich hätte mich gefreut, weil Wissenschaft, ich, mit Glaube, der Priester, konstruktiv hätten ein Gespräch zu diesem Thema führen können und wir hätten beide Seiten gehabt. So habt ihr nur meine. Und auch wenn ich versuche, objektiv und sachlich zu sein, bin ich dennoch nur ein Mensch und kann natürlich trotz bester Mühe nicht garantieren, dass nicht doch irgendwas Subjektives mitschwebt. Ich hoffe jedoch, ich habe es euch sachlich rübergebracht. Ihr könnt euch ein eigenes Bild machen. Wenn ihr euch das selber anschauen wollt, die Kirche darf jederzeit betreten werden. Ausgestellt ist die Hand, soweit ich weiß noch. Ihr dürft halt nur nicht fotografieren und filmen, ohne Genehmigung. Das ist so die Sache. Und ja, damit müssen wir leider mit diesem offenen Ende jetzt bleiben und sagen, wir wissen nicht genau, was es ist. Solange es nicht widerlegt werden kann, nehmen wir die wissenschaftliche Erklärung an. Und damit muss ich die Akte vorerst schließen, bis wir vielleicht doch noch aus irgendeinem Grund eine Genehmigung kommen. Ansonsten sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einer richtig praktischen Untersuchung, wie ihr es gewohnt seid. Aber trotz allem wollte ich die Akte gerne schließen, auch öffentlich und nicht nur intern, weil ein paar Informationen konnte ich ja doch bieten. Und wie immer würde ich mich über einen Like freuen. Support ist kein Mut, hat mal einer geschrieben. Finde ich ein schöner Spruch, gefällt mir. Und macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.